Hallo und herzlich willkommen hier in We Are Football. Weiter geht es mit unserer Karriere und weiter geht es mit Alemannia Aachen. Wir stehen heute am Wochenstart für das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League. Auf den heimischen Tivoli kommt der Everton FC und danach geht es am 31. Spieltag in der Fußball-Bundesliga für uns nach Sinsheim zur TSG 1899 Hoffenheim. Wir wollen natürlich alle Spiele heute gewinnen, aber ich denke, es wird richtig schwer werden. Alleine das Spiel gegen Everton ist ein richtiger Gradmesser für uns. Wir konnten zwar das Hinspiel mit 1:0 in Liverpool gewinnen, aber dennoch ist das noch nicht in sicheren, trockenen Tüchern, dass wir einziehen ins Halbfinale. Gehen wir rein in die Zentrale. Der Blick in die medizinische Abteilung. Kein Spieler mehr verletzt, das ist natürlich gut. Dennoch haben wir ja Tanganga bei uns jetzt wieder im Kader. Und nach der letzten Aktion, wo er so unverschämt eine Gehaltserhöhung gefordert hat, habe ich für mich entschlossen, ihn zu verkaufen und auch in die zweite Mannschaft zu verschieben. Damit wird er für uns in der ersten kein Spiel mehr bestreiten. Sofort auf die Transferliste gesetzt. Und ich hoffe, dass ein entsprechendes Angebot für ihn hineinkommt. Zweistellig sollte es schon sein, also unter 10 Millionen möchte ich ihn eigentlich nicht abgeben. Aber mal schauen, was sich so ergibt. Auch schauen wir bei den Fans nochmal vorbei. Dort ist die Zufriedenheit der Fans mit der Betreuung momentan nicht hoch. Aus dem Grund schicken wir einmal Jude Bellingham zu den Fans, dadurch die Zufriedenheit massiv angestiegen. Gehen wir rein in die Wochenplanung. Unser Tribünensponsor möchte uns gerne ein Gespräch anbieten. Das nehmen wir natürlich gerne an. Auch ein Fanclub möchte noch besucht werden. Das machen wir am Dienstagabend vor dem Spiel gegen Everton. Und Jason Dietz möchte gerne nochmal eine Gehaltserhöhung haben. Ich bin sehr gespannt, was er so fordern wird. Rein geht's in die Trainingsplanung. Über- und Unterzahl soll massiv trainiert werden, aber ich denke, am Montag werden wir die Trainingseinheit nochmal ändern. Wir möchten da nochmal Angriffe durch die Mitte trainieren. Dann am Donnerstag nach einer Regenerationseinheit ein freier Nachmittag, ebenso am Freitag und auch am Sonntag nach einer aktiven Erholung einer Regeneration nochmal ein freier Nachmittag. Ich denke, die Spieler haben das dann auch verdient. Es werden wirklich zwei sehr, sehr, sehr schwere Spiele für uns werden. Gehen wir rein in die Woche. Udibo hat sein Maximum an Fähigkeiten gelernt und arbeitet jetzt daran, diese zu erhalten. Keine Stärke mehr für ihn jetzt verfügbar. Aber er hat ja auch mit drei absoluten Doppel-Plus-Stärken und dann nochmal drei normale Stärken genug Fähigkeiten jetzt erhalten. Rein geht's in die Woche. Tanganga wird in die zweite Mannschaft versetzt. Auch der Sponsorentermin läuft gut. Super glücklich ist man dort mit der Zusammenarbeit. Jason Dietz, unser Torwarttrainer, möchte gerne 5.000 Euro mehr im Jahr verdienen, dafür den Vertrag nochmal ein Jahr verlängern. Wir unterschreiben diesen Vertrag sofort. Weiter geht's Richtung Champions League Viertelfinale. Heute ist das Spiel gegen Everton FC. Wir schauen auf die Stärke beider Mannschaften. 122 Punkte für uns, 127 für Everton. Recht ausgeglichene Verhältnisse. Schauen wir auf die Startelf von Everton. Drei Stürmer, Dreier Mittelfeld, Vierer Abwehrkette. Wieder sind Hinteregger und Zakaria in der Startelf. Das wird eine richtig harte Nuss heute, dort ja erfolgreich das Spiel zu bestreiten. Wir beginnen unsere Partie mit Stan Kremers im Tor, Juan Miranda, Todibo, Araujo und Hakimi in der Verteidigung. Valverde heute im defensiven Mittelfeld, Bellingham neben Jakub Jankto im zentralen Mittelfeld, Schwarze Ketteler im offensiven Mittelfeld und Kolouris stürmt neben Ivan Nilsson. Die allgemeine Taktik wie immer unverändert. Nochmal der Überblick über beide Mannschaften. 331 Millionen starten für uns, 226 Millionen für Everton. Wir gehen rein in den Einsatz, in die Planung. Wir wollen natürlich den Einsatz heute hochhalten. Es zählt nur diese eine Aufgabe. Und ich würde sagen, ja, das ist heute auf jeden Fall ein wichtiges Spiel. Aber ein ganz normales Spiel, das wir professionell angehen, werde ich auswählen. Dann schauen wir nochmal, welchem Spieler wir heute Glück wünschen können. Jakub Jankto auf jeden Fall, das wird heute dein Tag. Und auch Juan Miranda, das wird heute dein Tag. Schalke Ketteler schwört das Team auf das Spiel ein.
Und so gehen wir hinein ins Rückspiel des Viertelfinals der Champions League Aachen gegen Everton. 31.647 Zuschauer kommen auf den Tivoli und Giulio Rossa ist der Schiedsrichter der heutigen Partie. Los geht's, es ist angepfiffen, die Partie läuft, der Ball ist im Spiel und wir sind sehr gespannt, wie die Partie sich jetzt entwickeln wird. Es sind jetzt knapp 10 Minuten gespielt, noch keine Möglichkeit auf eine der beiden Seiten. Die Fans von Aachen sind da, pushen die Mannschaft nach vorne. Aachen, Aachen wird skandiert. Weiterhin 0:0 der Spielstand. Es würde für uns ausreichend sein, um die nächste Runde zu erreichen. 20 Minuten sind um. Die erste Verwarnung jetzt für Everton in der Partie. Weiterhin die Fans von Aachen sehr aktiv. Wir haben bezahlt, wir wollen was sehen. Aber der erste Angriff gehört Everton. In der 26. Minute greifen sie an. Aber Bernardeschi steht im Abseits und die Chance ist vertan. Jetzt müsste Aachen mal langsam kommen. Weiterhin nur die Fans zu hören, von der Mannschaft noch wenig zu sehen. Das ist natürlich schade, aber von den Noten her sieht es ganz gut aus. Keine Ausreißer zu sehen. Aachen jetzt in der 35. mit der ersten Möglichkeit. Youngto mit dem langen Ball rüber auf Bellingham. Der leitet weiter auf Evan Nilsson. Der flankt rein auf Koulouris. Der köpft den Ball aus gut 6-7 Metern ins Tor. 1:0 die Führung in der 35. Minute für Aachen. Und auch der nächste Angriff gehört wieder der Alemannia. 37. Minute. Youngto dribbelt Richtung Strafraum von Everton. Schießt einfach mal aus gut 20, 25 Metern. Aber Pickford im Tor von Everton auf den Posten. Ja, 1:0 jetzt der Spielstand. Everton gibt aber nicht auf. 42. Minute, ein neuer Angriff wird eingeleitet. Traoré auf Zakaria, Pass auf Richarlison. Der mit der Flanke rüber auf Harrod. Verlängerung per Kopf auf Calvert-Lewin. Der zu Traoré und der macht den Ausgleich. 1:1 jetzt der Spielstand nach 42 Minuten. Es bleibt eine spannende Partie hier. Aachen nochmal mit einem Freistoß, weil Valverde in der 45. Minute auf Evan Nilsson. Der nochmal rüber auf Koulouris. Pass auf Araujo, weiter auf Todibo, der zieht ab, aber knapp am Tor vorbei. Weiterhin 1:1 der Spielstand. Nochmal ein Angriff in der ersten Halbzeit, 46. Minute für Aachen. Hakimi mit der Ecke auf Evan Nilsson, der schießt aber. Da geht nochmal ein Spieler von Everton dazwischen und leitet den Ball ins Tor. 2:1 jetzt wieder die Führung für Aachen, aber Everton möchte den Ausgleich. 46. Minute nochmal ein Schuss aufs Tor. Aber Kremers ist auf dem Posten und kann den Ball halten. Aachen kommt nochmal, 47. Minute, Miranda spielt nach vorne auf Bellingham, aber leider Abseitsposition und damit die Möglichkeit vertan. Es geht dennoch mit 2:1 Führung für Aachen in die Halbzeitkabine. Ein ordentliches Spiel, freuen wir uns auf die zweite Halbzeit. Wir schauen auf die Noten. Ja, Hakimi und Valverde heute so die Ausreißer, aber ja, die Offensive dennoch ganz gut. Youngto heute mit einer 2,0, Koulouris 2,5, Evan Nilsson 2,0. Wir werden auf jeden Fall Hakimi sagen, das kann er definitiv besser. Und wir werden Jakub Youngto sagen, dass er heute super spielt. Ja, heute mal von Beginn an in der Champions League ist er dabei und zeigt sofort eine gute Leistung. Hakimi akzeptiert und Youngto freut sich über das Lob. Wir gehen unverändert rein in die zweite Halbzeit. Sofort eine gelbe Karte für Evan Nilsson in der 46. Minute. Aber auch ein Angriff für Aachen. 47. Minute. Youngto im Mittelfeld dribbelt, leitet weiter auf die Kette leer. Der geht in den Strafraum, leitet weiter auf Koulouris und der macht das 3:1 aus gut 11 Metern. Die deutliche Führung jetzt für Aachen. Wir können etwas vom Einsatz runtergehen. Eckball in der 50. für Aachen, Hakimi auf Koulouris, der legt zurück auf Valverde. Schuss aus gut 25 Metern, aber Pickford wieder auf dem Posten, wirft den Ball nach vorne auf Digne. Der dribbelt nach vorne, Konter jetzt für Everton. Wir sind gespannt, was passieren wird. Passt scharf nach innen, da steht Calvert-Lewin. Kremers wehrt klasse ab und Araujo kann dann die Situation klären. Es bleibt beim 3:1, 6:3 das Chancenverhältnis. Die Fans von Aachen singen schon so einen Tag, so wunderschön wie heute. Und wir werden dann langsam ans Wechseln denken müssen. Zuvor aber nochmal ein Angriff für Aachen, 58. Minute. Hakimi mit Brückpass auf Valverde, der nach vorne zu De Ketteler. Der zieht wuchtig ab und aus gut 35 Metern das 4:1. Jetzt eine deutliche Führung für Aachen. Jetzt müsste Everton noch 4 Tore erzielen, um den direkten Einzug ins Halbfinale zu sichern. Aber ich denke, 4 Tore, das ist doch recht unrealistisch.
Wir schauen mal, welche Spieler wir rausnehmen müssen. Bellingham nun mit einer 3,5, aber Hakimi mit 4,5 weiterhin der Schwächste. Ebenso Araujo mit 4,0. Da werden wir ansetzen. Wir werden einmal ja, schauen, wen wir bringen können. Bono könnten wir bringen für Hakimi. Und dann noch Chetin für Araujo. Dann schauen wir mal weiter bei den Noten. Valverde 3,5, Bellingham 3,5. Ja, das sieht natürlich nicht gut aus, aber die Kettelehr muss auf jeden Fall runter mit 38 Fitness. Und auch Evan Nilsson mit nur noch 31 Fitness müssen ausgewechselt werden. Aberdeen Goodrich kommt für Evan Nilsson. Und dann schauen wir mal, wen wir für die Kettelehr bringen können. Ich denke, Joe Willock ist der richtige Mann. Damit haben wir noch einen Wechsel übrig. Den heben wir uns mal noch etwas auf für die spätere Minuten. Und Evan Nilsson möchte gerne eine Erklärung, warum wir ihn auswechseln. Ich denke, wir werden ihn schonen. Das ist ja die deutliche Erklärung, die Fitness von ihm ist runter. Evan Nilsson ist froh, dass sie ihm eine kleine Verschnaufpause geben. Er gewinnt einen Punkt Zufriedenheit. Sehr schön. Ja, das ist eines der neuen Features aus dem aktuellen 12. Patch von We Are Football. Weiter geht's aber in dieser Partie. 4:1 weiterhin der Spielstand. Aachen klar und deutlich in Führung. Und wir wechseln jetzt das letzte Mal aus. Unser Co-Trainer schlägt auch vor, Logan Pye für Juan Miranda zu bringen. Ja, Miranda heute auch nur mit einer 4,0. Ja, durchwachsene Leistung. Und wir wechseln Pye für Miranda ein. Schauen, dass die Partie weitergeht. Nochmal eine Verwarnung für Everton. Jeweils zwei in dieser Partie, aber ich denke, es sollte hier nichts mehr anbrennen. Wir gehen nochmal von dem Einsatz runter, wir nehmen die Zweikämpfe noch an. Die Fans von Aachen singen schon, einer geht noch rein. Aber ich denke, 4:1, das ist doch wirklich ein deutliches Statement unserer Mannschaft. Die Partie tröpfelt jetzt so ihrem Ende entgegen, nochmal eine Verwarnung. Und dahinter gleich nochmal eine weitere für Everton, 4:2 jetzt das Kartenverhältnis. Zu Ungunsten von Everton und die Partie ist zu Ende. Wir ziehen ein ins Halbfinale der Champions League, können unseren Erfolg aus dem letzten Jahr wiederholen. Schauen jetzt, wie die anderen Partien zu Ende laufen. Ich bin sehr gespannt, wer der nächste Gegner für unsere Mannschaft dann sein wird. Wir sehen schon oben in der Leiste, Liverpool verliert 3:0 gegen Real Madrid. Juventus Turin gewinnt 3:1 gegen Lazio Rom. Die Bayern setzen sich gegen Neapel nochmal mit 2:1 durch. Ja, keine Überraschung eigentlich im Fußball, außer jetzt Liverpool gegen Real Madrid 0:3. Das ist schon eine herbe Klatsche für die Liverpooler. Damit sind eigentlich beide Mannschaften aus Liverpool ausgeschieden. Wir sehen die Ergebnisse nochmal im Überblick. Ja, 0:3 von Liverpool gegen Real Madrid. Juventus Turin gewinnt 3:1 gegen Lazio Rom. Bayern 2:1 Sieger gegen Neapel und unser 4:1 gegen Everton. Nochmal die Übersicht vom Fortschritt fürs Trainingsziel. Bei Miranda gibt es nochmal ein kleines Plus bei der Manndeckung. Bei Jakub Jankto bei der Schnelligkeit. Itale wieder 1:1. Bono beim Kopfball. Aberdeen Goodrich mit seiner Technik. Und auch Technik bei Logan Pye, aber wichtiger natürlich wieder der Fortschritt der Stufe. Stan Kremers ist mit dabei, aber leider keiner unserer kurz vor einer neuen Stufe stehenden Spieler. Lloris macht nochmal ein kleines Plus, ebenso wie Samuel Vitale. Das ist dennoch gut, wenn sich unsere Spieler einfach weiterentwickeln. Ja, dennoch halten wir endlich die Stufenänderung für Jakub Jankto. Die Stufe 11 jetzt für ihn, 11,5 die Stärke bei 30 Jahren. Er ist ja einer der Ältesten im Kader, aber damit auch einer der Erfahrensten. Kommen wir nun zur Auslosung fürs Halbfinale der Champions League. Zwei deutsche Mannschaften sind vertreten, eine spanische und eine italienische. Und Real Madrid ist die erste Mannschaft, die gezogen wird. Wir sind sehr gespannt, wer gegen sie gelost wird. Es sind die Bayern. Sehr gut, damit könnte es ein deutsches Finale geben. Jetzt hoffen wir natürlich noch auf Heimrecht für das erste Spiel gegen Juventus Turin. Und nein, wir erhalten es nicht. Juventus Turin erhält das Heimrecht gegen uns. Aber dennoch eine absolute Spitzenpartie. Juventus Turin gegen Alemannia Aachen und auch Real Madrid gegen Bayern München. Eine absolute Top-Partie der Champions League. Jedes dieser Spiele könnte ein Finale in der Champions League sein. Ja, wir wollen natürlich weiter informiert werden über Pokalauslosungen, gehen aber weiter in unsere Woche. Der Fanclub, den wir besucht haben, freut sich sehr über den Besuch. Man hofft, dass sie in Zukunft häufiger mal vorbeikommen. Ja, das werden wir auch ins Auge fassen.
Aber jetzt erstmal sind wir angekommen in Sinsheim bei der TSG 1899 Hoffenheim und wollen heute natürlich auch wieder einen Sieg davontragen. Die Stärke von Hoffenheim mit 109 Punkten, unsere mit 122. Schauen wir auf die Startelf von Hoffenheim. Zwei Stürmer, Vierer Mittelfeld, Vierer Abwehrkette. Wobei man sagen muss, Robert Skov nicht fit. Das ist natürlich ein Vorteil für uns. Und auch Esteban Rolon nicht gerade der stärkste Spieler. Auch Simon Fallette mit 8,6 nicht gerade ein Top-Verteidiger. Dennoch hoffen wir natürlich und müssen auch sehen, dass wir diese Mannschaft nicht unterschätzen. Wir beginnen mit Stan Kremers im Tor, Juan Miranda, Todibo Araujo Hakimi in der Verteidigung, Henrik Lanzana im defensiven Mittelfeld, Bellingham neben Jakub Jankto im zentralen Mittelfeld, Charles Ketteler im offensiven Mittelfeld und Kolouris stürmt neben Evan Nilsson. Unverändert die allgemeine Taktik. Nochmal die Übersicht über beide Mannschaften. 70 Millionen starten für Hoffenheim, 284 Millionen für Aachen. Aber wir haben in dieser Saison schon so oft erlebt, dass wir ja gegen schwächere oder vermeintlich schwächere Teams dann doch den Kürzeren gezogen haben. Deswegen wollen wir heute natürlich nichts unversucht lassen, um den Sieg davon zu tragen. Ich werde die letzten zwei Punkte aus der eigenen Stärke noch nehmen. Ich will heute sehen, dass ihr Spaß bei der Arbeit habt. Den Einsatz lassen wir hoch. Wir wollen Hoffenheim von Anfang an unter Druck setzen und wenn wir dann vielleicht in Führung gehen, werden wir mit dem Einsatz immer noch runtergehen. Bei unseren Spielern wünschen wir natürlich die Ketteler nochmal viel Glück, unserem offensiven Mittelfeldspieler. Und so gehen wir rein in den 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga Hoffenheim gegen Aachen. 30.043 Fans kommen auf die Precero Arena und Christoph Janke ist der Schiedsrichter der heutigen Partie. Los geht's! Die zweite Partie der heutigen Folge ist angepfiffen. Und die erste Möglichkeit gehört sofort Alemannia Aachen. Zweite Minute Miranda auf Jankto, der zurück auf Lanzana. Weiter Pass nochmal rüber auf Kolouris. Der spielt ab auf De Ketteler in den Strafraum zu Evan Nilsson. Flanke auf Bellingham. Aber dessen Kopfball geht weit am Tor vorbei. Schade, das hätte ich unserem jungen Jude Bellingham echt gegönnt, ein Tor zu erzielen. Dennoch geht's weiter. Siebte Minute Angriff für Aachen. De Ketteler auf Evan Nilsson. Der zieht wuchtig ab aus gut. Ja, 17 Metern, aber wieder am Tor vorbei. Aber wir nähern uns so langsam dem Gehäuse von Hoffenheim. Dennoch jetzt auch ein Entlastungsangriff von Hoffenheim. 11. Minute Dabur mit Pass auf Kramaric, aber der steht im Abseits. Keine Torchance für Hoffenheim. Weiter läuft die Partie. 15 Minuten sind um. Die Fans von Aachen sind dabei, pushen ihre Mannschaft weiter nach vorne. Merken, heute kann es eine sehr erfolgreiche Woche werden. Aber auch die Fans von Hoffenheim sind da, pushen ebenso ihre Mannschaft nach vorne. Hoffenheim immer noch aktiv, ja, gegen den Abstieg. Wollen natürlich nicht in die zweite Liga runtergehen. Die Fans von Aachen wieder nach vorne pushend. Aachen, Aachen wird skandiert. Dennoch kommt Hoffenheim jetzt in der 33. Minute. Skov dribbelt auf der Außenbahn, bringt die Flanke in den Strafraum auf Kramaric. Der leitet weiter auf Dabur. Und dessen Schuss geht knapp am Tor vorbei. Das wäre jetzt natürlich eine unverdiente Führung für Hoffenheim. Aber dennoch, wir müssen hier aufpassen. Jede Chance von Hoffenheim kann zu einem Tor führen und uns in Rückstand bringen. Aber es geht mit 0:0 in die Kabine. Wir schauen mal auf die Spieler. Erstmal ein schwaches Spiel, das eigentlich nur besser werden kann. Ja, viele Dreier, 3,5er, 4,0. Die Offensive heute nicht sehr stark. Ich denke, Kolouris wird der Erste sein, den wir auswechseln werden. Wir gehen unverändert rein in die zweite Halbzeit. Schauen mal, was sich noch entwickelt bei den Spielern. Evan Nilsson heute der effektivere Stürmer von unseren beiden, die vorne drin sind. Freistoß für Aachen, 52. De Ketteler auf Kolouris, per Kopf weiter auf Todibo. Der zu Lanzana, der zieht ab. Baumann wehrt mit dem Fuß ab. Araujo nochmal aus dem Rückraum und trifft den Ball ins Tor. Nach gut 12 Metern ist der Ball im Netz. 1:0 die Führung durch Ronald Araujo, sein erstes Bundesligator in dieser Saison. Und Aachen wieder mit der Führung. Sehr gut, so muss das aussehen. Wir werden langsam ans Wechseln denken müssen. 65 Minuten sind gespielt. Nochmal ein Angriff für Aachen. Hakimi auf Miranda. Der steckt durch auf Bellingham. Die Flanke geht rüber auf Evan Nilsson. Der flankt nochmal. Und dann gibt es Kolouris gegen Fallette im Zweikampfduell. Aber Chance vertan. 68. Minute nochmal eine Ecke für Aachen. Hakimi schnell ausgeführt auf Evan Nilsson. Weitergeleitet auf Kolouris. Flugkopfball. Aber wieder am Tor vorbei. Ja, Mr. Chancentod diese Saison, letzte Saison sehr erfolgreich
unser Kolouris. Aber in dieser Saison hakt es so ein bisschen in der Offensive. Wir schauen mal auf die Noten und auch auf die Fitness. Wir werden auf jeden Fall in der Offensive wechseln müssen. Yangtu mit 31, genauso Kettelär mit 34 Fitness und Evan Nilsson mit nur noch 29 Fitness nicht gut dabei. Wir bringen Aberdeen Goodrich für Evan Nilsson. Dann werden wir Genduji bringen für Jakub Yangtu. Dann bringen wir noch Willock für die Kettelär. Und dann haben wir noch zwei Wechsel sogar noch übrig. Ich denke, wir bringen mal Agumi für Bellingham noch in die Partie. Und dann werden wir noch Bono bringen für einen Innenverteidiger. Mal schauen, welcher momentan der Schwächste ist. Todibo mit 35 Fitness und Hakimi natürlich ganz deutlich mit 29 Fitness. Muss auf jeden Fall ausgewechselt werden. Ja, wir bringen Bono für Hakimi. Lassen die Partie jetzt so zu Ende gehen. Einwurf für Aachen, 70. Minute. Agumi führt ihn aus, wirft den Ball weit in den Strafraum auf Aberdeen Goodrich. Und der schießt leider aus 10 Metern knapp am Tor vorbei. Das wäre es gewesen. Beide Spieler gerade eingewechselt und sofort ein Tor erzielt. Aachen nochmal mit Angriffsbemühungen, 72. Minute. Schuss aufs Tor vor Hoffenheim, aber Baumann ohne Probleme. Wir gehen vom Einsatz etwas runter, wollen natürlich jetzt hier nicht zu viel verbrauchen unserer Fitness, unserer Frische. Dennoch kommt Aachen wieder im Angriffsmodus. 76. Minute, Genduji auf Aberdeen Goodrich, aber leider Abseitsposition unseres Stürmers. Dennoch geht die Partie weiter, knappe Führung weiterhin für Aachen gegen Hoffenheim. Und Hoffenheim jetzt auch mit einer Möglichkeit, 77. Minute. Der Ball geht zu Roland, der spielt rechts rüber auf Dabur. Pass auf den rechten Flügel zu Frauendorf, der flankt rüber auf Dabur. Flanke wieder rüber auf Adamain und der knapp am Tor vorbei. Ja, die Möglichkeiten für Hoffenheim sind da. Sie sind nicht ganz ungefährlich, aber ja, ihnen fehlt so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit. Deswegen vielleicht auch nur der 14. Tabellenplatz. Die schlagen sich ja eigentlich ganz gut gegen uns. Aachen jetzt nochmal in der 86. Minute. Aberdeen Goodrich legt zurück auf Genduji. Der zieht ab und macht den Treffer zum entscheidenden 2:0 in der 86. Minute. Damit sollte alles klar sein. Wir können vom Einsatz wieder runtergehen. Freischuss nochmal in der 88. für Aachen. Kolouris schießt nochmal aufs Tor, aber Baumann wieder auf den Posten. Ja, die Partie geht jetzt so langsam zu Ende, tröpfelt nur noch vor sich hin. Nochmal ein Freistoß für Aachen, jetzt in der 94. Minute. Joe Willock läuft nochmal an, aber der Ball auf Lanzana. Dann abseits, Chance vertan, kein Angriff mehr für Aachen und auch nicht mehr nötig. 2:0, der Endstand zwischen Hoffenheim und Aachen. Wir können damit natürlich unsere Tabellenführung weiter behaupten. Kommen wir auf die Tabelle nach dem 31. Spieltag in der Bundesliga. Aachen mit 67 Punkten, weiterhin 2 Punkte vor Hamburg, die 65 Punkte haben. Dortmund weiterhin Dritter mit 61 Punkten. Dann auf Platz 4 die Bayern mit 59 Punkten. Fünfter jetzt Leipzig, ebenso wie Gladbach auf Platz 6 mit 49 Punkten. Und Werder Bremen rutscht ab auf Platz 7 mit 47 Punkten. Am Tabellenende weiterhin Union Berlin 18. aber jetzt mit 26 Punkten. Da kommen sie natürlich nochmal gut ran, aber ich denke, für den direkten Klassenerhalt wird es nicht mehr reichen. Dennoch Heidenheim und Frankfurt auf Platz 17 und 16 nur 2 Punkte besser, jeweils 28 Punkte. Und dann haben wir Hoffenheim und Wolfsburg auf den Plätzen 15 und 14 mit jeweils 33 Punkte. Das sind schon 5 Punkte gegen den Abstieg. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Bei nur noch 3 verbleibenden Spielen und 9 zu holenden Punkten haben sie ein gutes Polster auf die Abstiegsränge. Schauen wir auf die Ergebnisse des heutigen Spieltags. Hoffenheim, wie gesehen, 0:2 gegen Aachen. Hertha gewinnt 4:1 gegen Düsseldorf. Wolfsburg 0:1 gegen Leipzig. Mainz verliert 1:5 gegen Gladbach. Frankfurt 0:2 gegen Hamburg. Köln verliert 2:3 gegen Bayern. Leverkusen 1:0 Sieg gegen Greuther Fürth. Heidenheim 1:4 Niederlage gegen Union. Und die Dortmunder gewinnen 2:1 gegen Werder Bremen. Der Kicker schreibt zu unserer Partie: Dick van Dijk hat heute alle Reserven des Teams für dieses Spiel mobilisiert. Man konnte sehen, dass die Spieler an ihre Grenzen gegangen sind. Dieses Spiel hat Kraft gekostet. Immerhin passte am Ende das Ergebnis. Ja, mit Erik Lanzana haben wir einen Spieler in der Elf des Tages. Wir gratulieren natürlich auch allen anderen Spielern. Wie wir sehen, die Bayern stark vertreten und auch Gladbach und der HSV gut dabei. Und natürlich auch von der TSG Hoffenheim trotz der Niederlage Oliver Baumann in der Elf des Tages. Er hat gezeigt, dass er auf jeden Fall ein guter Torhüter ist.
Schauen wir zum Ende dieser Partie wieder auf die Fortschritte. Beim Trainingsziel keine Veränderungen mehr. Schauen wir auf den Fortschritt der Stufe. Auch dort nur minimale Bewegungen. Bei Todibo und Lanzana gibt es einen ganz kleinen Fortschritt. Aber ansonsten haben wir nur noch Genduji, der nochmal ein kleines Plus macht. Ja, leider bei Joe Willock und Logan Pye keine Veränderung und auch Juan Miranda weiterhin kurz davor, die nächste Stufe zu erreichen. Aber wir hoffen, dass das in den nächsten Wochen passieren wird. Ja, und damit geht diese Folge zu Ende. Wir bekommen nochmal eine Stufenänderung bei Festim Lujima, unserem 15-jährigen defensiven Mittelfeldspieler aus der Jugend. Stufe 7 jetzt für ihn, 6,6 die Stärke und damit natürlich wieder ein Top-Potenzial für die zweite Mannschaft. Ja, die zweite wird immer besser werden und ich denke, wenn sie es schaffen sollte, den Aufstieg in die dritte Liga zu absolvieren, wird sie diese auch ohne Probleme halten. Ja, und damit geht diese Woche zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert den Kanal, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Und mir bleibt wie immer am Ende nur zu sagen, mehr gibt's, wenn ihr mich wieder seht. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht. Euer Motu. Ciao, ciao.